Servus, ich bin der Maximilian Gruner, komme aus dem Top-Hotel Hochgurgel, bin hier Chef de Party, Gartmanche, und würde Ihnen jetzt ein kleines Gericht vorstellen. Das ist einmal flambierter Thunfisch mit Gurke und Avocado. Passt. Also zunächst habe ich einen Sud angelegt, der ist mit Apfel und Essig. Da ist die Gurke eingelegt, dass sie biegsam wird. Und ja, trocknet man ein bisschen ab, dass es nicht zu sehr Flüssigkeit auf dem Teller ist. Dann einmal eine Gurke, die nicht eingelegt ist. Die mache ich einfach nur ein bisschen mit Fleur de Sel. Und drehe sie dann in sich ein. Dann habe ich in Vorbereitung einmal, das ist ein Gurkengel, das ist mit Agar-Agar abgebunden. Und ja, das ist einfach nur Gurke püriert im Thermomix und dann einmal aufkochen lassen. Dasselbe habe ich auch mit von der Avocado. Das ist allerdings einfach nur das Gemüse einfach komplett durchgelassen und gewürzt mit Cayennepfeffer, Salz, Pfeffer. Passt. Nun kommen wir zu der normalen Avocado. Die nehme ich einfach nur als Stück, dass ein bisschen mehr Volumen auf den Teller kommt, und schneide sie mir halt in verschiedene Strukturen. Passt. Nun kommen wir zum hauptsächlichen Teil. Das ist der Thunfisch, der wird flambiert. Schneidet man sich einfach nur ein schönes Stück und flambiert es dann ab. Von allen vier Seiten, so dass der Kern einfach in der Mitte roh bleibt und außen ist es kurz gegart. So sind wir fertig und jetzt schneiden wir uns ein paar schöne Stücke runter. Und hier sieht man das jetzt halt, dass außenrum kurz angegart ist, flambiert, und in der Mitte ist er noch schön roh.
legen wir uns hin. Und nun würzen wir den kleines bisschen mit Fleur de Sel. Passt. Nun kommen wir zum letzten Teil. Das ist ein Gin-Sorbet. Das ist mit Gurke gemixt. Und ja. Nun ist das die Vorspeise zwischen soweit fertig, nur noch ausdekorieren und ja. Fertig.